227. Derby gehört also auch wieder der Vergangenheit an. 90 Minuten sind gespielt, 2 Goals sind gefallen und eins bestätigt sich wieder. Seit 1896 regiert ein Club die Stadt. J'ai toujours joué avec le numéro 14 à l'Étoile, ou bien lorsque j'étais jeune, ou bien à l'équipe nationale. Donc ça reste mon numéro préféré, et le numéro de mon frère aussi avant, il a commencé avec. Donc c'est un peu la tradition familiale. Donc c'est bien, j'ai vu que Doulay est parti, donc j'ai profité de l'occasion et j'ai pris le numéro. Ich würde nicht so sagen. Ich fühle mich geirrt, wenn die Leute das so denken. Aber die Mannschaft ist vor allem im Vordergrund und die Top-Leistung von jedem Einzelnen. Und so sind wir zu den 3 Punkten gekommen. Ja, erste Halbzeit ist richtig. Haben wir recht viele Chancen gehabt. Es war immer knapp gewesen. Es hat einfach hat nicht wollen. Der Adi hat 2 Goal gemacht. Ich mag es ihm gönnen. Er hat keine einfache Zeit gehabt. Aber wie man sieht, er ist ein super Spieler und ich mag es ihm wirklich gönnen. Ja, nicht so viel zugehört. Es ist eben so ein schwieriger Match wie der Goalie, weil hast nicht so viel zugehört und plötzlich hast du etwas und musst eben da sein. Von der Kälte her ist kein Problem, ich habe schon Rollkragen und alles gehabt. Kalte Temperaturen, eine Hammerstimmung, eine volle Westtribüne und die nächsten 3 Punkte warten ebenfalls wieder auf dem letzten Rasen am nächsten Samstag gegen Thun.